Der malaysische Oppositionspolitiker Anwar Ibrahim ist durch eine königliche Begnadigung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Anwar war seit 2015 wegen homosexueller Handlungen in Haft, in Malaysia eine Straftat. Der frühere Vizeministerpräsident darf sich jetzt wieder aktiv in der Politik einbringen. Er gilt als möglicher Nachfolger des erst vergangene Woche gewählten neuen Premiers Mahathir Mohamad, der bereits 92 Jahre alt ist.